Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen neuen Basis-Duplication-Glitch, denn mich haben mehrere Abonnenten darauf angesprochen, dass der Basis-Duplication-Glitch gepatcht wäre und ich habe mich mal recherchiert und habe für euch einen neuen rausgesucht, den ich dann für euch jetzt aufnehme. Und ja Leute, was ihr dafür benötigt, ihr braucht einmal einen Bunker. In diesem Bunker braucht ihr eine mobile Kommandozentrale und in dieser mobilen Kommandozentrale muss ich das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Ich in meinem Fall dupliziere einen Easy Classic, denn der bringt mir, wenn ich ihn verkaufe, 1,8 Millionen Dollar. Dann Leute, benötigt ihr noch unter anderem eine Basis. In dieser Basis braucht ihr einen gratis LG RH8. Diesen könnt ihr im Internet unter Legendary Motorsports unter den niedrigsten Preisen für 0 Dollar euch ganz einfach in die Basis reinkaufen, Leute. Wenn ihr das Ganze dann getan habt, müsst ihr noch darauf achten, dass ihr in einer Einladersitzung spielt, oder eher gesagt, dass ihr generell diesen Glitch in einer Einladersitzung startet und dass ihr den Zielmodus freies Zielen drin habt. Falls ihr nicht den Zielmodus freies Zielen drin habt, dann könnt ihr das Ganze auch umändern, nämlich im Story-Modus oder im Offline-Modus. Im Editor. Wenn ihr jetzt die ganzen Sachen besitzt, die ich gerade aufgezählt habe, Leute, dann könnt ihr auch schon loslegen. Denn das erste, was ihr macht, ihr begibt euch in euren Bunker. Und dort begibt ihr euch dann in eure mobile Kommandozentrale und setzt euch in das Auto rein, was ihr duplizieren möchtet und fahrt mit diesem aus der mobilen Kommandozentrale raus. Nun Leute, wartet ihr ganz einfach, dass ihr hier gespawnt seid. Wenn ihr dann jetzt hier gespawnt seid, stellt ihr den Easy einfach genau hier ab. Oder eher gesagt das Auto, was ihr duplizieren möchtet. Steigt aus dem Auto aus und verlasst den Bunker. Wenn ihr dann jetzt draußen gespawnt seid, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Markierungen, geht auf Jobs und wenn das Ganze nicht auf eigene gestellt ist, sondern auf Ausblenden, drückt ihr einmal die Pfeiltaste nach rechts, um das Ganze anzeigen zu lassen. Nun drückt ihr die Optionstaste, drückt einmal links, sucht euch einen Job in der Nähe von eurer, eurer Basis. Und wenn ihr ein Rennen in der Nähe von eurer Basis gefunden habt oder irgendeinen Job, dann startet ihr diesen mit Fiat und X. Sobald ihr den Job gestartet habt, in der Nähe von eurer Basis, geht ihr in das PSN-Menü. Dort geht ihr dann auf die Communities. Und nun geht ihr in irgendeine random GTA 5 Community. Ich nehme immer die GTA Deutsch Community. Denn dort sind meistens Leute mit dem Zielmodus unterstütztes Zielen. Das ist diese hier. Nun Leute, geht ihr auf aktuelles Spiel und geht runter. Also eher gesagt, drückt einmal die Pfeiltaste nach unten. Und hier joint ihr dann irgendeiner random Person. Wenn ihr die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell hintereinander die PS-Taste und trittet derselben Person ein zweites Mal bei. Wenn ihr dann nun eine andere Meldung habt oder eine Zielmodus-Meldung habt, lehnt ihr diese ab. Falls ihr eine andere Meldung haben solltet oder gar keine Meldung, dann wiederholt ihr die Schritte bei einer anderen Person. Was ich auch noch angemerkt haben möchte, Leute, wenn sich die Meldung in eine Fehlermeldung umgeändert hat, dann hat es auch nicht funktioniert, dann müsst ihr auch diese Schritte bei einer anderen Person wiederholen. Aber wenn es eine Zielmodusmeldung ist oder eine Meldung, zum Beispiel wie bei mir, dass die Höchstzahl von den MC-Clubs erreicht wurde, mit der könnt ihr das Ganze auch machen, die lehnt ihr dann einfach ab. Und nun betretet ihr ganz einfach eure Basis, genauso wie ich es jetzt hier im Video mache. Ganz einfach. Wichtig ist nur, ihr dürft keine persönlichen Fahrzeuge nutzen. Wenn ihr ein persönliches Fahrzeug während dieses Glitches nutzt, wird der Glitch bei euch nicht funktionieren. Und ihr könnt damit kein, Auto duplizieren. Wenn ihr dann jetzt hier in der Basis gespawnt seid, Leute, begebt ihr euch jetzt einfach hier genauso wie ich, hier hinten zu dieser Snackbar in der Basis. Denn dort stellt ihr euch nämlich ganz einfach vor, wie ich es jetzt hier auch im Video zeige, sodass ihr oben links die Meldung habt, um den Service hier bei der Rezeption zuzugreifen. Nun macht ihr nämlich folgendes, Leute. Nun geht ihr in das PSM-Menü, geht auf Communities. Nun geht ihr wieder in irgendeinen random GTA 5 Community. Ich nehme wie gesagt die GTA Deutsch Community, denn dort sind meistens Leute mit dem Zielmodus unterstütztes Zielen. Nun geht ihr auf aktuelles Spiel
und tretet irgendeiner random Person einmal bei. Okay. Und wenn ihr dann die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell hintereinander die PS-Taste. Falls ihr keine schwarze Meldung habt, doppelt die PSN-Taste drücken und einer anderen Person beitreten. Okay, warum auch immer kriege ich gerade die schwarze Meldung nicht. Dann probieren wir es mal nochmal mit einer anderen Person. Okay, hier kriege ich jetzt die schwarze Meldung. Wie gesagt, ihr müsst hier vor dem Tresen stehen, sodass ihr oben links die Meldung habt, zum Falltast nach rechts drücken. Bei der ersten schwarzen Meldung doppelt die PSN-Taste drücken, der Person ein zweites Mal beitreten. Und wenn die Meldung sich wie gesagt nicht geändert hat, Meldung ablehnen, doppelt die PSN-Taste drücken und bei einer anderen Person nochmal ausprobieren. Und das macht ihr wie gesagt so lange, bis sich die Meldung umgeändert hat in eine Zielmodus-Meldung oder in eine andere Meldung, die nicht eine Fehlermeldung ist. Und hier seht ihr, ich habe jetzt eine Zielmodus-Meldung, diese lehnt ihr ab, falls ihr eine andere Meldung haben solltet oder gar keine Meldung, wiederholt ihr die Schritte bei einer anderen Person. Nun drückt ihr die X-Taste, entschuldigt mich, drückt ihr die Optionstaste, drückt einmal X, drückt einmal das Touchpad. Sucht euch irgendwo einen Job raus, nun zoomt ihr auf diesen Job ran, drückt Viereck und während ihr diese Meldung annehmt, müsst ihr Pfeiltasten nach rechts spammen. Das heißt, wir fangen jetzt an, die Pfeiltasten nach rechts zu spammen und während wir die Pfeiltasten nach rechts spammen, drücken wir einmal X. Nun spammen wir weitere 5 Sekunden die Pfeiltasten nach rechts und danach drücken wir nochmal X. Dann dürft ihr jetzt sehen, dass ihr hier steht, aber trotzdem mit dem Mini rumlaufen könnt, das ist richtig so. Nun drückt ihr die Optionstaste, drückt einmal X. Drückt einmal das Touchpad, geht auf irgendeinen Job in der Nähe von ja, der Basis oder generell irgendein Job, der in der Nähe ist, zoomt auf diesen Job rein, drückt einmal 4 und nun kommt ein kleiner Timing Part. Denn nun müsst ihr diese Meldung mit X annehmen und danach sofort Kreis spammen, das heißt jetzt X und Kreis, 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 Kreis. Wenn ihr das ganz richtig gemacht habt, dann dürft ihr das Ganze wie bei mir aussehen, dass ihr das Menü geschlossen habt und jetzt unten rechts einen Ladevorgang habt, aber dennoch rumlaufen könnt. Denn nun Leute, lauft ihr einfach zu dem LG RH8, den ihr euch vorhin in eure Garage reingekauft habt. Der steht bei mir nämlich genau da auf der Seite. Ihr seht, da ist der weiße LG. Denn nun kommt nämlich eigentlich schon der leichteste Part des ganzen Glitches. Denn nun setzt ihr euch in diesen LG ganz einfach rein, drückt doppelt die PSN-Taste, tretet derselben Person von vorhin einmal bei. Und nun Leute, wartet ihr auf die schwarze Meldung. Okay, und nun kommt, wie gesagt, der leichteste Part. Ihr haltet R2 gedrückt und während ihr R2 gedrückt haltet, drückt ihr X, Kreis, X. Und sobald ihr aus dem LG automatisch ausgestiegen seid, hört ihr auf, R2 gedrückt zu halten. Und danach dürftet ihr nach ein paar Sekunden oder auch etwas länger einen Blackscreen bekommen und aus der Basis rausgeworfen werden. Nun drückt ihr die Optionstaste, drückt einmal X, sucht euch einen Job in der Nähe von eurem Bunker. Wenn ihr einen Job in der Nähe von eurem Bunker gefunden habt, startet ihr diesen einfach mit Viereck und X. Nun drückt ihr wieder doppelt die PSN-Taste, tretet der Person von vorhin einmal bei. Nun nehmt ihr die erste schwarze Meldung an. So, die zweite schwarze Meldung lehnt ihr ab. Dann dürftet ihr jetzt hier wieder direkt an dem Bunker spawnen. Und sobald ihr hier am Bunker gespawnt seid, betretet ihr diesen ganz einfach nur noch. Wenn ihr dann jetzt hier in dem Bunker gespawnt seid, dürft ihr sehen, dass hier immer noch euer Auto steht, was ihr vorhin hier hingestellt hattet zum Duplizieren. Nun setzt ihr euch nämlich ganz einfach in das Auto rein und dürft ihr bemerken, dass sich das Kennzeichen von dem Auto geändert hat. Bei dem Easy sieht man das jetzt nicht, aber normalerweise dürft ihr sich jetzt das Kennzeichen ändern. Und nun fahrt ihr einfach mit dem Auto zu eurer mobilen Kommandozentrale hin, drückt die Pfeiltaste nach rechts, nehmt diese schwarze Meldung mit X an und nun habt ihr erfolgreich euer Auto dupliziert. Denn das Auto, was davor in der mobilen Kommandozentrale stand, steht jetzt nämlich genau dort, wo euer LG RH8 stand. Und hier steht jetzt das Duplikat von dem Auto. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst eine genaue da, haut da rein und ciao.